Hey, hab dich da gar nicht gesehen, aber schön, dass du da bist. Dann kann ich dir ein bisschen was über mich erzählen. Ich bin der Nils, oder falls du mal gucken willst, was aus mir wird, ich bin der Nils Benedikt Meyer. Und ich hab da was gemacht. Ich hab da so eine Band gegründet, aber nicht irgendeine Band, sondern eine Schlager-Bollywood-Band. Und nicht irgendeine Schlager-Bollywood-Band, sondern eine 20-köpfige Schlager-Bollywood-Kapelle, wie man das halt so macht, ne? Naja, und da würde ich dir jetzt gerne ein bisschen was drüber erzählen, also wir sehen uns. Schön. Da habe ich vollstes Vertrauen drin, dass ihr gut spielt und das Zeug auch theoretisch vom Blatt spielen könntet. Das ist nur gut zu wissen für mich. Genau. In diesem Sinne, nächste Woche Donnerstag, Generalprobe, 20 Uhr in diesem Raum. Wir brauchen das. Nils, warum Schlager? Nils, warum? Warum Schlager? Worauf ich nur sagen kann, warum nicht? Aber natürlich gibt es da noch eine etwas kompliziertere Antwort. Aber dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es ist nämlich so, wir wissen ja alle, Schlager hat mit gewissen Stereotypen zu kämpfen. Man hat ein gewisses Bild von den Leuten, die Schlager hören, von den Leuten, die Schlager machen, von der Musik an sich. Wenn man sich vielleicht ein bisschen mit Musik auskennt, dann hört man ganz oft das Argument, ja, Schlager, vier Akkorde, nichtssagende Texte, ganz einfache Melodien. Und dann natürlich kommt noch dahin zu, dass man als Person selber denkt, ja, so besonders intellektuell wirkt diese Musik nicht. Warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Und alle meine Freunde, die Musik studieren oder so, die halten auch nicht so viel von Schlager. Also warum? Als Interpret und als Gründer dieser Kapelle ist das sehr schwierig, über diese Stereotype hinweg sich mit dieser an sich wunderbaren Musik auseinanderzusetzen und zu konfrontieren. Und dann sagst du, es gibt viele Momente, wo ich das selber auch unterschätzt habe. Wisst ihr, wenn man eine Band gründet an einer Hochschule als Studenten, dann ist das ganz oft eine Jazzband. Vielleicht ist es sogar eine kleine Big Band oder sowas. Aber jedes Mal so etwas gründet, dann spielt man etwas, was man selber für intellektuelle, anspruchsvollere Musik hält. Und dann, wenn man es vielleicht im Konzert oder in der Aufführung nicht ganz hinbekommt, das ganz genau fein abzustimmen, dann heißt es ganz oft aus dem Publikum, naja, das sind Stücke, da beißen sich auch die Profis die Zähne aus. Naja, bei Schlager ist es eben nicht so. Da erwartet keiner, dass es schlecht werden kann, weil keiner eine große Meinung davon hat, weil keiner versteht, dass auch das anspruchsvoll ist, dass man sich in diesem Fall genau dieselben großen interpretatorischen Fragen stellen muss. Mama, wenn ihr den zweiten Akkord anspielt, also immer Bar, dass ihr habt da auch so ein Ding drüber und ich weiß, dass es eigentlich nicht zu spielen geht, aber ich möchte, dass ihr dies phrasiert ist, ob das fast zusammengehört. Klar, Schlagertexte ist vielleicht nicht das tiefgründigste. Schlager-Akkordfolgen, ja, gut, ist vielleicht nicht so das anspruchsvollste. Ja, und die Bläserlines, die man als spielt, wenn man in einer Bläserkapelle ein bisschen Schlager spielt, das ist auch nicht so das Schwerste. Aber im Endeffekt kommt es immer trotzdem darauf an, dass man das mit der vollsten Überzeugung, der vollsten Kraft macht. Sonst funktioniert es einfach nicht. Und wie bereits gesagt, ich selber bin da in manches Fettnäpfchen getreten und musste dann daraus lernen, dass ich im Endeffekt um das Endresultat bangen musste. Das war schon eine große Lektion für mich. Und ich bin sehr froh, dass ich die bei diesem Projekt lernen konnte. Und ich weiß, dass ich das jetzt weiter auf andere Projekte anwenden kann. Aber irgendwann
Während des Projekts, als ich noch geschrieben habe, als ich noch arrangiert habe, habe ich es dann verstanden, was das eigentlich soll. Das sind so Sachen, die sind schwer in Worte zu fassen. Fragen nach dem Sinn, Fragen nach der Gegebenheit, Fragen nach der Menschlichkeit, Fragen nach der Musik, nach der Kunst. All diese Sachen sollten jedes Mal, wenn man ein Projekt macht, mitschwingen. Und das ist die Signifikanz dieses Schlagerprojekts. Wir haben hier ein Genre. Ein Genre, das nicht ernst genommen wird. Und trotzdem müssen wir als Kapelle, als einzelne Musiker in der Lage sein, auch das mit vollem Ernst zu spielen. Mit vollem Ernst wahrzunehmen und mit voller musikalischer Inbrunst zu verwerten und dann zu reflektieren. Nur dann ergibt es Sinn, dass wir solche Projekte machen. Nur dann ergibt dieses Schlagerprojekt Sinn. Und das kommt nicht nur auf die Musiker an, sondern auf die Zuhörer. Ganz oft habe ich den Satz gehört, naja, Schlager, das ist jetzt nicht so mein Ding, ne? Da kann ich mich jetzt so nicht so wirklich mit identifizieren. Aber es ist wichtig, dass wir merken, als Menschen, dass es bei solchen Sachen nicht um uns geht. Es geht nicht um den Musikgeschmack, um Meinungen, ja? Darum ging es noch nicht, ja? Das ist völlig nebensächlich. Und erst dann, wenn wir uns aus dieser großen Gleichung, Musik, Universum, Resultat, uns den Menschen rausnehmen und merken, dass wir da gar nicht eigentlich nötig sind, dass das alles auch ohne uns existiert, dann sind wir auf dem richtigen Weg zu verstehen, was es bedeutet, Musik zu machen. Es muss fließen. Okay, und wir sind so träge. Kann es sein, dass wir langsamer werden während dem Teil? Ich versuch's immer ein bisschen nach vorne zu ziehen, aber es ist ziemlich sehr langsam. Vor allem, wenn ich halt eine ganze Note halten muss, dann ist ein Orchester und dann kann ich halt nur halt nicht mehr. 1, 2, 3, 4. Ich hau ja bald ab. Ich ziehe ja bald weg. Da war dieses Projekt für mich nochmal eine Chance, mich richtig zu verabschieden und vielleicht auch einen Teil von mir hier zu lassen. Dass ich nochmal zeigen konnte, worum es mir geht, was mein Musikverständnis ausmacht und vor allem, warum ich Musik mache. 1, 2, 3. Die erste Probe generell, die lief echt holprig. Das Ensemble musste sich finden. Keiner von denen hat davor mit dem anderen schon mal musiziert. Das war das erste Mal, dass ich eine Probe geleitet habe und dann noch eigene Stücke. Das ist schon schwierig. Naja, zum Glück gab es die Hilfe von den Bandkollegen, die schon etwas mehr Erfahrung hatten. Das hat gut geholfen. Generell gab es viel konstruktives Feedback für mich als Bandleiter, auch zwischendurch. Einige waren dann auch eher so wohlgemeinte Kommentare. Das musste man dann filtrieren, aber ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Es ist ja immer so ein Einschwingen, so ein Finden. Man muss sich als Bandleiter immer finden, man muss sich als Ensemble erstmal finden und dann muss das alles noch irgendwie zusammenpassen. 3, 4. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, wer ist der Beste, wer ist der Höhe? Uff. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, wer ist der Beste, wer ist der Höhe? Da sprach der alte Häuptling der Indianer, wer ist der Höhe? Ich wusste ja, was ich von der Band wollte. Ich hatte ja eine ganz klare Vorstellung, wie ich wollte, dass es klingt, wie ich wollte, dass meine Arrangements gespielt werden. Ging halt nur darum, dass ich dann die Band dazu bringe, genau das zu tun, weil an sich sind das alles klasse Musiker. Nur dieser Gesamtklang, den muss man halt gestalten, den muss man finden. Wie gesagt, der war mir sehr klar von Anfang an. Ich wusste, was ich wollte. Ich wollte, dass es gut ist. Ich wollte, dass es knallt. Kann ich einmal nicht bei dir sein? Dam, 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 dam. Denk daran, du bist nicht allein. Dam, 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 dam. Mama!
genau weiß, was man will. Das dann in der Art und Weise auf die Band zu übertragen und zu vermitteln, das ist anspruchsvoll, das ist eine heftige Arbeit. Klar bin ich auch technisch als Probenleiter einfach nicht so wirklich erfahren. Aber dieses zwischenmenschliche Probenarbeitsding, das war sehr schwer für mich, weil ich das vor allem zum ersten Mal gemacht habe. Und da kommt es viel auf Freiräume lassen an, auf trotzdem in der Hand halten, die Zügel in der Hand halten und das Lenken. Das ist anspruchsvoll. Und noch hinzu kommt ja, dass das alles Freunde von mir sind. Das sind Kommilitonen, mit denen ich den täglichen Uni-Alltag bzw. Hochschulalltag bestreite. Das sind gute Freunde von mir, die da mitspielen. Das ist eine total entspannte, lockere Atmosphäre. Und dann will man da ja nicht total reinknallen und mit Autorität irgendwie Peitschenhieb, Peitschenhieb. Das bringt ja auch nichts. Dann hat ja keiner mehr Spaß dran. Und trotzdem das zu schieben, zu pushen, in die richtige Richtung zu treiben, dass man das bekommt, was man will. Heftig. Richtig, richtig schwierig. Richtig schwierig. An sich lief der Aufbau nicht so schlecht. Wir hatten ein gutes Team am Start, ein paar gute Leute, die mitgeholfen haben. Wir hatten ein paar Autos. Wir mussten von jeder Location, wo wir Technik geholt haben, eigentlich nur einmal fahren. Ich bin auch echt froh, dass ich die Leute dann, also spritmäßig, entgeltlich entschädigen konnte. Das ist gut gelaufen. Auch bei der Technik an sich hatten wir echt Glück. Also ich habe keinen Cent für Technik ausgegeben, außer fürs Mischpult. Aber aus Mischpult ist ja immer was Besonderes, ne? Naja, wir haben viel über die Hochschule bekommen, einiges über meine alte Schule. Und wir hatten zwei sehr motivierte Soundtechniker, einmal Steffen, einmal Jakob. Krasse Dudes, wirklich, wirklich sehr motiviert. Ich bin total froh, dass sie dabei waren. Hat total Spaß gemacht mit denen. Und es macht jetzt immer noch Spaß, mit denen zu arbeiten. Weil natürlich so ein Projekt, das schweißt schon zusammen. Ich bin auch total froh, dass die durch dieses Projekt so eine Gelegenheit hatten, mal was zu machen, was sie normalerweise nicht machen. Also so eine große Band abzumischen, das passiert ja schon nicht alle Tage, dass man das mal macht. Ja, was dazu kommt, eine geile Aufnahme, das passiert auch nicht alle Tage, dass man mal macht. Da bin ich echt froh, dass ich da denen auch ein bisschen durch dieses Projekt die Gelegenheit geben konnte, das zu tun und sich da auszuleben. Das andere, was für mich sehr besonders war, am Tag des Konzerts, war, dass mein Musiklehrer Fauxi dabei war. Fauxi ist für mich eine der prägendsten Personen schlechthin. Vieles von dem, was da in diesem Projekt abging, wie ich die Kapelle geleitet habe, wie ich arrangiert habe und wie ich die Sachen koordiniert habe, habe ich von ihm gelernt bzw. mir abgeguckt. Man kann schon sagen, das ist ein Guru, auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe einfach sau viel von ihm gelernt und sau viel von ihm mitgenommen. Und dementsprechend war das auch was echt Besonderes, dass er dabei war. Nicht nur, um sich das anzugucken, sondern um aktiv teilzunehmen und zu helfen bei meinem Projekt. Das bedeutet mir sehr viel. Für mich und ich liebe nur dich, ahaha. Oh yeah. Du bist ein Engel für mich und ich liebe nur dich, ahaha. Oh yeah. Deshalb frage ich dich, wollen wir miteinander gehen? Ich mag alles an dir, so wie du dich bewegst, ahaha. Oh yeah.
alles an ihr, so wie sie sich bewegt. Aha. Ich tu alles für sie, denn ich liebe sie. Aha. Rückblickend, ja, da lässt sich viel sagen, aber auch viel, was nichts zu sagen hat. Ich glaube, generell ist das Projekt ein Riesenerfolg gewesen. Ich hatte wahnsinnig Spaß, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Die Kapelle hatte Spaß, das Publikum, ja, ich glaube, das hatte auch Spaß. Ja. Im Großen und Ganzen haben wir eine geile Show gespielt, hatten eine geile Zeit, haben viel gelernt, haben gute Musik gemacht, obwohl wir vielleicht nicht immer geglaubt haben, dass die Musik, die wir machen, gut ist. Ja, natürlich gab es Patzer, da hat mal jemand die Lyrics vergessen, da hat man sich verspielt, da habe ich den Einsatz nicht richtig gegeben oder so, das passiert. Das passiert und das ist aber auch gar nicht schlimm, weil das ist nicht das, worauf es ankommt. Klar, Perfektion ist gut. Perfektion, das ist schon schön, aber das, was mitschwingt, das ist das Wichtige. Ich glaube, bei uns ist einiges mitgeschwungen. An Emotionen, an Ausdruck, an Spaß, an Spannung, positive vibrations. Also man macht sowas ja nicht, um Ruhm und Ehre sich einzuheimsen. Das ist nicht das Ziel von solchen Projekten, dass man dann rausgehen kann und sagen, ey, ich bin der geilste, der crankste Boy, den es gibt. Darum geht es ja im Endeffekt nicht. Und trotzdem fühlt sich natürlich gut an, wenn so viele Leute auf einen zukommen, um dich zu beglückwünschen, zu sagen, dass es gefallen hat. Warum macht der Mensch Kunst? Für mich geht es bei Kunst ums Verstehen. Einen Einblick da rein zu bekommen, was das Universum bedeutet. Was wir hier auf diesem Planeten machen. Was ist der Sinn? Was soll das Ganze? Ich mache Musik, um zu verstehen. Um einen Einblick da rein zu bekommen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Was es bedeutet, zu leben.
was es bedeutet zu existieren. Ich mache Musik, um irgendwann zu verstehen, um dieses Warum beantworten zu können. Es gibt nichts anderes, was im Leben zählt, als dieses Warum.